Was ist das eigentlich für Wirbel hier? Die verfluchte Die verfluchte Zone scheint jetzt komplett verschwunden zu sein. Und dabei ist auch wieder das Wasser im Kanal. Das muss das Werk der Götter sein. Jetzt muss nur noch die Fähre wieder fahren. Wir sind von dieser Fähre abhängig, weißt du, aber sie ist noch immer außer Betrieb. Ich möchte auf die Oststraße gehen, aber es ist schwer, den Weg zu finden. Ich muss einfach etwas finden, das schwimmt. Irgendetwas muss es doch geben. Nur das ist ja einfach perfekt. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es wird genügen. Zeit, die Anker zu legen und zur Osthafen zu fahren. So, jetzt muss ich warten, bis sich meine Tinte generiert. Ich hoffe mal, der Anlieger da ist richtig, wo ich gerade hin pendel. Oder wo bin ich hier? Bei welchem Anleger? Fernanlegestelle. Ja, das ist doch die richtige, oder? Jetzt, wo das Wasser wieder fließt und der Weg verschwunden ist, ist alles wieder normal geworden. Ich hatte eine wirklich seltsame Krankheit, die mich ganz handlungsfähig gemacht hat. Aber jetzt kann ich wenigstens versuchen, mit dem Boss wieder alles ins Reine zu bringen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich möchte irgendwo auf dem Kanal mitfahren, um ins Haus vom Boss zu gelangen. Aber diese dumme Fähre scheint nicht zu kommen. Ich brauche so eine Art Wunder, das mich irgendwie zum Boss bringt. Es muss doch irgendwo ein Boot geben. Ja, ist das hier nicht? Der Ostanleger? Scheint er nicht zu sein. Ich will Wind machen. Hallo. Ach, da hinten, das wird mir sogar angezeigt. Oh Mann. Da muss ich jetzt warten, bis ich aufhöre, mich zu drehen, weil ich glaube, ich komme da gar nicht raus. Wind? Hey! Ernsthaft? Na also. Zumindest bin ich dorthin gekommen, wo ich wollte, aber es war nicht besonders schnell. Du mich auch. Was ist mit dir? Unglaublich, diese verflutete Zone war gewaltig, aber jetzt ist sie verschwunden. Ich wette, dass ich... ist, weil ich so hart gearbeitet habe, meine Wachpflicht zu erfüllen. Die Götter müssen Mitleid mit mir gekommen haben. Ich sollte versuchen, Vorteil aus meinem Glück zu schlagen. Es ist an der Zeit, dass ich diesen bösen Kriminellen ein und für alle Mal fange. Hayaso,
Er treibt wieder sein Unwesen, seit er neben verschwunden ist, aber er arbeitet nur nachts. Es wird stockfinster hier, darum kann ich ihn nicht entdecken, also müssen wir hier mehr Licht haben. Ich schätze mal, ich muss einfach warten, bis die großen Laternen entzündet werden. Mhm. Sieht aus wie ein ausgetrockneter See. Ja. So, und was bringt mir das jetzt? Warum schwebt hier eine Insel? What? Hm, Amaterasu? Hä? Woher kennst du Amis Namen? Oh, der winzige Fall ist auch bei dir. Nun, Hauptmann Wacker hat gesagt, dass ihr zwei unzertrennlich seid. Wen nennst du hier winzig? Warte mal einen Moment, hast du gerade Hauptmann Wacker gesagt? Dieser Schwachkopf ist dein Hauptmann? Wir arbeiten für Hauptmann Wacker und er untersteht direkt Königin Himiko. Wir sind das Tao-Meister-Sonderermittler-Team. Also kannst du uns Tao-Soldaten zur Abkürzung nennen. Tao-Soldat Kamo. Tao-Soldat, ich weiß nicht, ob dir dieser Name gefällt. Das ist unser Hauptquartier, aber Hauptmann Wacker ist gerade auf einer besonderen Mission unterwegs. Er hat mir von euch bei einer CP vorherging. Und er hat gesagt, ihr dürft unser Hauptquartier inspizieren, wenn ihr das wollt. Pah, ich wusste, dass mit diesem Möchtegern-Propheten etwas nicht stimmte. Er wusste, dass wir kommen würden. Ich werde diese Orte jetzt mit lauter Fallen gespickt. Halt deine Augen offen, Ami. Hauptmann Wacker ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist fast immer unterwegs. Die wenige Zeit, die er hier ist, ist er immer an seinem Schreibtisch beschäftigt. Es sind immer seltsame Bilder auf seinem Schreibtisch projiziert. Ein Hauptmann Wacker kann diese Geräte bedienen. Sie sind über unseren Köpfen. Der Hauptmann ist ein recht ungewöhnlicher Mann. Okay. Eine Pferdestatue. Ja, das Sternzeichen haben wir noch nicht. Du hast was zu sagen? Das ist schrecklich, einfach schrecklich. Hey, was ist los, Häuptling? Hör mich an. Ich bin immer von Hauptmann Wacker fasziniert gewesen. Darum habe ich so hart gearbeitet, damit ich den Tao-Soldaten beitreten kann. Ich werde immer noch als neuer Rekrut behandelt. Rekruten Tao-Soldat Abbe. Du sorgst dich wirklich um diesen Möchtegern-Propheten? Mann, das ist schrecklich. Nein, nein, das ist nicht, was ich gemeint habe. Der schreckliche Teil kam, nachdem ich beigetreten bin. Ich war erst ein paar Tage bei den Tao-Soldaten, als ich meine Tao-Maske verloren habe. Jetzt bekommt nur eine. Tao-Masken? Du meinst das Ding, das der andere Typ über den Augen trägt? Was ist so wichtig daran? Es ist wichtig. Der Hauptmann wird mich lynchen, wenn er es herausfindet. Hä? Dieser Möchtegern-Prophet hat schon seltsame Angewohnheiten. Ich ging raus, um zu spazieren und allen meine neue Maske zu zeigen. Da hat mich dieser seltsame Mann angerempelt. Er muss sie da gestohlen haben. Wie kann man nicht bemerken, dass einem die Maske vom Gesicht genommen wird? Ich kann nicht glauben, dass ich meine Tau-Maske verloren habe. Jedes Mitglied bekommt nur eine. Der Hauptmann wird mich lynchen, wenn er das herausfindet. Sag mal, würdet ihr bitte nach der Maske in der Stadt suchen? Ich kann meinen Posten nicht verlassen und ich kann niemand anderen fragen. Ihr müsst mir helfen, bitte. Wenn ihr sie findet, dann werde ich euch ein Geheimnis über den Hauptmann erzählen. Na, das höre ich doch gerne. Der hat hier Computer? Hm. Das ist eine beeindruckende Statue. Warte, das nehme ich zurück. Ich will das Zeug vor diesem Typen nicht loben. Das sieht aus wie... Soll das Königin Himiko sein? Sieht jedenfalls aus wie ein sehr komischer Engel mit Flügeln auf dem Kopf. Hm. Was für eine Vorrichtung ist das? Wir können jemanden trauen, der so etwas heimlich benutzt? Ja. Tütülü. Sieht halt alles aus wie Computer irgendwie. So, dann mal wieder raus hier. Aber ich wette, hier hat man einen super Überblick über die Stadt. Jo, irgendwie schon.
Also gut, wir wollen hier runter, weil wir müssen den einen Typen ja zu seinem Chefe bringen. Damit sich die beiden wieder lieb haben. Aha, es ist ein Wunder. Sieht so aus, als hätte ich diese Zero-Summe meinem Ruf gehört. Jetzt kann ich zum Haus des Boss gehen. Es ist an der Zeit, dass ich meine Ausbildung beginne. Ich habe kein Ruder, Segel oder irgendwas, aber der Wind und mein Enthusiasmus sollten genügen, um mich an mein Ziel zu bringen. Das war wieder eine Seerose im Wasser. Hm. Komm, Wind. Danke, Wind. Ach, komm schon. Nicht Wasser, Wind. Ich will Wind. Warum kriege ich keinen Wind? Ernsthaft. So, jetzt muss ich warten, bis meine Tinte wieder nachgefüllt wird. Zum Glück werden ja drei auf einmal nachgefüllt. Und da streikt der Wind schon wieder. Ich kann es nicht glauben, dass ich so schnell hierher geschafft habe. Es ist ein Wunder. Meine Ergebenheit dem Boss gegenüber hat das bewirkt. Ich bin ziemlich nervös, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen. Jo, 30. Können wir das wiederholen für bessere Zeiten? Es ist an der Zeit, dass ich mal wieder zur Straße fahre. Es wäre töricht zu hoffen, dass das Ding noch einmal auftaucht. Ich bezweifle, dass ich so viel Glück habe. Ja, das ist eine gute Frage, aber ich habe jetzt keinen Bock, sie nochmal rumzukutschieren. Kann ich die jetzt eigentlich zum Blühen bringen? Die kann ich scheinbar nicht zum Blühen bringen, nur die großen. Boss, bitte Boss. Bestimmt ist heute der Tag, an dem ich sie, Sie ja sagen werden. Ich weiß, dass ich schwach und nutzlos bin, darum hatte ich auch diese Nebel so fertig gemacht. Aber niemand könnte versessen darauf sein, zu arbeiten als ich. Bitte Boss, bitte nehme mich als euren Lehrling an. Du hoffnungsloser Träumer, wie oft muss ich es dir noch sagen, dass ich keine Lehrlinge annehme? Und trotzdem kommst du immer wieder und nervst mich. Nun gut, ich werde dich so hart arbeiten lassen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Boss? Jawohl, Boss. Mhm. Du sollst besser fit für die Arbeit morgen sein. Ich werde dich so hart arbeiten lassen, dass du nicht mehr weißt, ja. Ich werde bereit sein, Boss, ja. Aber Terrazzo hat es gerade irgendwie mit dem Hüpfen über diese Dinger hier. Vielen Dank, dass Sie mir erlauben, Ihr Lehrling zu sein, Boss. Ich werde wirklich alles lernen, was Sie mir beibringen. Moment mal, wovon redest du da? Entschuldigung, Boss. Das ist eine gut gefertigte Säge. Ich wette, es gibt keinen Baum, den sie nicht fällen kann. Hm. So, die lassen wir mal schön da, wo sie ist. So, hier hätte ich Wellen, würde ich gerne wieder hoch. Dankeschön. Ja. Hier scheint es aber noch Probleme mit einer verfluchten Zone zu geben. Weil ich kann die Bäume hier nicht zum Blühen bringen. Na doch, kann ich. Außerdem hier.
Ein Exorzismus, okay. Oder muss ich erst alle anderen zum Blühen bringen, bevor der blüht? Auf jeden Fall gibt es sehr viele Leute hier, die gerne mit der Fähre fahren würden. Oh, die beiden. Gut, wie machen wir weiter? Wenn ich schon auf der Seite bin, sollte ich die Seite noch abklappern. Ganz kleines Unendlichkeitssymbol. Soll er das Feuer im Brand stecken? Sehr schön. Was habe ich getan? Ich habe mein Gedächtnis komplett versorgt, seit die verfluchte Zone erschien. Nun, an eine Sache kann ich mich erinnern. Ich war auf dem Weg zum Haus des Tischlers. Also habe ich auf die Fähre gewartet, um dorthin zu kommen. Und selbst nach dieser ganzen Zeit ist sie noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange ich schwimme, werde ich alles ausprobieren, um hier wegzukommen. Aha. Bomben. Wir mal hier auf. Ein Reiseglücksbringer, yay. Weil hier sieht zu aus. Das sieht aus wie ein Schatztruhengeschäft. Was ist das? Und da habe ich hier gerade die Bank aufgesprengt. Ich glaube, ich habe gerade die Bank aufgejagt. Ein Räuchergefäß. Ein heiliger Knochen. Tinte. Oder irgendeine andere Schatzkammer habe ich hier gerade auch. Hä, was kann ich mir ansehen? Was ist mit diesem unachtsam übereinander gestapelten Strommatten? Dieses Stroh hat einen starken Geruch. So, ein Kristall. Ein Exorzismus. Gut, jetzt muss ich nur noch da irgendwie reinkommen. Naja, das ist einfach. Sonnenfragment. Ein Solarenergie mehr. Hm, was gut ist. Denn langsam kommen wir da auch an unsere Grenzen. Was die Solarenergie betrifft. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf die Tinte. So kommen wir wieder raus. Ah, das finde ich schön. Und jetzt gehen wir sicherlich raus und werden verhaftet. Weil wir hier unerlaubt eingebrochen sind. Nö. Was haben wir hier für ein Gebäude? Ich gucke mir noch die Gebäude hier an, rede mit den beiden da draußen. Ah, ein Schneider. Kristall erhalten. Hey, sieh dir mal diesen wunderschön gefärbten Kimono an. Die Farben sind so dynamisch. Stell dir mal vor, wie eine süße Maus den trägt. Hehehe. Ja, Isun. Ach, mit diesem Mann hat man nur Kummer. Mein Ehemann versucht, ein neues modisches Design zu schaffen. Er ist im Nachbarzimmer so sehr darauf konzentriert, dass er keinen Finger rührt, um mir zu helfen. Und dann hat er auch noch dieses Gerücht an unsere Kunden vertrieben. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Aha. Dieses Gerücht war ein harter Schlag für unser Geschäft. Das kann ich dir aber sagen.
Hast du die Weidenbäume draußen vor dem Geschäft gesehen? Die Leute sagen, dass nachts dort ein seltsamer Geist erscheint. Aber er scheint niemand zu schaden. Vielleicht ist es nur diese Freiheit meines Mannes, die schlecht für das Geschäft ist. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Haha. Das ist ein richtiges Puzzle. Oh, hallo, weißes Hühnchen. Willst du einem alten Grießkram Gesellschaft leisten? Ich betreibe hier dieses Kimono-Geschäft, aber ich habe das Gefühl, ich muss mal frischen Wind hier reinbringen. Ich bin es langsam leid, immer dieselben Farben zu sehen. Ich war gerade bei mir, ein neues, aufregendes Design auszudenken. Kimono-Designer, Herr Schick. Das Problem ist nur, dass es schwieriger ist, als ich gehofft hatte. Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar dich um Hilfe bitten möchte, Hühnchen. Ah ja. Bevor wir hier in eine Quest reingeraten, ich gehe jetzt doch lieber speichern und mache den Teil dann bei der nächsten Aufnahme. Weil sonst überziehen wir zu arg. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück im Überzogenen. Spieglein, Spieglein. So. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.